Stau. Und damit willkommen auf dem Weg zum Fisherman's Friend Strongman Run 2015 am Nürburgring mit Tommy, Sebastian und mir. Wir stehen im Stau am Freitagnachmittag direkt im Feierabendverkehr. Das war natürlich nicht so optimal, aber wir hatten trotzdem Spaß die ganze Zeit. Wir sind ungefähr 250 Kilometer gefahren zu unserem Hotel nach Kobern-Gondorf, Hotel Heinrich Haupt. Wirklich zu empfehlen, wir waren letztes Jahr schon hier mit einer noch größeren Truppe und nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder. Super Hotel, um sich mal ein bisschen direkt an der Mosel zu erholen. Das passt natürlich sehr gut vor dem Lauf und hier kann man wirklich sich entspannen und die Zimmer sind super, die Leute sind super gastfreundlich, hier macht es einfach Spaß. Auch das Essen den Abend vorher war wirklich sehr lecker. Sie haben uns wirklich unterstützt, wo es nur geht. Auch das Frühstück am nächsten Morgen gab es extra ein bisschen früher für uns. Da kann man eigentlich nur sagen, vielen Dank an Thomas und die ganze Crew dort, dass sie das so auf die Beine stellen und sich um ihre Leute wirklich perfekt kümmern, egal wer dort kommt. Auch unser Zimmer haben sie kurzfristig noch mit einem zusätzlichen Bett ausgestattet und wir konnten uns deshalb richtig gut entspannen an der Mosel. Dort gibt es auch Weintuchen und sonst was, sehr zu empfehlen, das Hotel Heinrich Haupt. 3 Sterne direkt an der Mosel. Am nächsten Morgen ging es dann nach dem leckeren Frühstück direkt um 9 Uhr auf Richtung Strecke. Vom Hotel aus gibt es gar nicht so viel Stau, weil dort nicht so viele von der Richtung kommen, deshalb perfekt. Irgendwann sind wir auf dem Parkplatz angekommen, hatten noch einen Platz relativ weit vorne, hatten noch nicht den großen Stau, wir waren aber auch 3 Stunden vor Start mindestens schon hier. Hatten es dann auch nicht weit zum Ringboulevard und hier ist noch nicht so viel los. So 3-4 Stunden vorher geht das noch, aber auch später ist hier wirklich Platz für sehr viele Leute. Hier sieht man schon wirklich sehr viel Platz für die ganzen Startnummern und Unterlagen. Ihr solltet auch nächstes Jahr immer eure Startnummer vorher schon irgendwo aufgeschrieben haben, dann geht das Ganze natürlich noch viel schneller. Ansonsten kann man das per Handy oder Zettel hier machen, alles kein Problem. Hier kann man sich wirklich noch auch aufwärmen und seine Leute treffen und so weiter. Von den Tribünen kann man natürlich auch ein bisschen die Strecke begutachten und den Start, ein paar letzte Fotos machen und wenn man genug Zeit hat, natürlich auch nochmal vorher aufs Gelände, bevor es zurück zum Auto geht und man die Sachen erstmal wegbringt. Hier hat man dann auch erstmal ein bisschen Ruhe und Zeit, das Gelände zu erkunden, die ersten Hindernisse und das ist natürlich sehr viel entspannter, als wenn man erst eine Stunde vorher irgendwie anreist. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, da trifft man auch ein paar Leute. Ich grüße euch natürlich auch, die mich hier erkannt haben von YouTube, finde ich sehr cool. Und da kann man natürlich auch sehr viele Fotos machen bei den Hindernissen schon. Man darf aber noch nicht drauf. Hier sieht man die Hindernisse natürlich vorher schon, bevor dort 13.000 Leute drüber rutschen. Wie das alles aussieht, kann man schon mal ein bisschen schauen, wo man nachher hoch muss. Ein bisschen Angst bekommen, hier sieht man schon mal die Rennstrecke, wo man dann später hier den Berg hochkommt mit den Seilen. Einfach mal ein bisschen auf sich wirken lassen, ein bisschen genießen, Fotos machen und hier der Reifenberg. Das ist natürlich das größte Hindernis hier, wo wirklich, ja, der es auch am meisten Spaß macht, weil am Ende auch hier die Rutsche und das Netz natürlich auf die ganzen Läufer wartet. Hast du so den ultimativen Tipp, wie ich gut und vor allen Dingen schnell über die Strecke komme? Ja, also für alle, die sich jetzt hier im Eisbärenkostüm schön aufwärmen, die werden auf der Strecke ein bisschen Probleme bekommen. Ich gehe mal davon aus, man sollte sich eng anliegende Kleider sollte man dabei haben. Und dann geht's auch schon zurück zum Auto. Erstmal umziehen, Sachen anziehen, Laufklamotten anziehen. Und hier ist auch noch nicht so viel los, deshalb alles ganz entspannt. Und da kommen schon die ersten Leute, die auch immer Spaß dabei hatten, schon vor dem Lauf richtig schön viel Kostüme gesehen, also das macht natürlich Spaß und jetzt geht es los. Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zum Fisherman's Friend Strongman Run 2015 und wir befinden uns hier am Nürburgring. Insgesamt gab es 13.500 Anmeldungen und wir stehen hier alle am Start richtig schön geballt und warten hier die letzten Minuten ab. Wir standen hier natürlich schon eine Stunde oder anderthalb Stunden, damit wir überhaupt vorne ein bisschen reinkommen. Und wir hüpfen uns alle gleichzeitig hier zur Musik warm. Und wir lassen natürlich die Atmosphäre ein bisschen auf uns wirken. Ich muss gleich zum Anfang sagen, dass die Kamera leider nicht die ganze Strecke über geschafft hat. Die ist irgendwann in der Mitte der Strecke ausgegangen, wahrscheinlich die Batterie leer.
Die GoPro ist leider nicht dafür bekannt, dass sie Kameras baut mit langen Akkuzeiten. Also bei etwas kaltem Wasser oder so verringert sich die Akkuzeit noch. Ich hoffe, damit könnt ihr bei diesem Video ein bisschen leben. Ansonsten müsst ihr natürlich bei den anderen Videos auf YouTube einfach mal schauen. Ich wollte unter die Top 100 laufen. Das war mein Ziel heute, dass ich natürlich nachher die Top 20 schaffe. Als 20. ins Ziel komme von so vielen Leuten, damit hätte ich erstmal nicht gerechnet, aber ich habe mich richtig gut gefühlt auf der Strecke, habe mich natürlich auch entsprechend vorbereitet mit der Ernährungsumstellung, mit dem richtigen Training, der richtigen Erholung und so weiter. Das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Ich weiß jetzt, was ich machen muss und was ich nächstes Jahr mache, werde ich mich noch ein bisschen intensiver vorbereiten und versuchen, ganz vorne mitzulaufen und natürlich mich auch mal ganz vorne beim Start hinzustellen. Ich möchte auf jeden Fall unter die Top 10, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht je nachdem, wie das Training läuft, mal aufs Treppchen oder sowas. Viel hat da auf jeden Fall nicht mehr gezählt. Da waren 6-7 Minuten, die mir jetzt noch gefehlt hatten zu den vorderen. Und da ich hier auch relativ weit hinten gestartet bin, also ich habe eine knappe Minute gebraucht bis überhaupt zur Startlinie, da ist natürlich einige Zeit, die da noch verloren geht, auch wenn es Brutto und Netto gibt, aber irgendwie hat das überhaupt nicht gepasst. Irgendwie wurde mir angezeigt, dass ich netto 12 Sekunden hinter der Bruttozeit war, aber ich habe viel länger gebraucht, um überhaupt zur Startlinie zu kommen. Aber das macht auch überhaupt nichts, ob es jetzt Platz 19 oder 20 ist, das ist scheißegal. Es hat richtig viel Spaß gemacht, die Strecke war super, das Wetter war super. Ich bin sehr gut durchgekommen und auch vielen Dank an die ganzen anderen Läufer, die man in der zweiten Runde überholt hat, die dann noch die Leute, die jetzt in die zweite Runde kamen, vorbeigelassen haben, die auch ein bisschen mitgeschrien haben und so weiter. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ich wusste nicht, wie weit ich vorne oder hinten bin. Ich habe einfach immer geschrien, zweite Runde. Und wenn einer da Platz macht und den anderen durchlässt, dann ist das auf jeden Fall sehr lobenswert. Die einen laufen natürlich auch Spaß mit, die anderen laufen mit, um ein bisschen Platzierung, Zeit zu machen. Und dazu gehörte ich natürlich in dem Fall auch. Allerdings sollte man immer Rücksicht auf die anderen nehmen, man sollte niemanden zur Seite schubsen oder sonst was. Wenn jemand vor einem ist, dann muss man halt warten, das gehört einfach dazu. Es gibt hier nichts zu gewinnen, nur für die ersten drei, und wer dahinter ist, der kann sich auch ein bisschen zurücknehmen, und das sollte man machen und einfach Spaß haben und trotzdem den anderen natürlich auch noch helfen. Über die Strecke und alles weitere erzähle ich dann gleich während des Laufes. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen langsamer laufen lassen und euch ein bisschen mehr erzählen, weil es natürlich auch nicht die ganze Strecke mit auf Kamera ist, leider. Aber wir lassen jetzt erstmal hier den Start auf uns wirken und warten einfach mal bis zur Startlinie. Und dann geht's ja auch schon los. Ich habe mal versucht, meinen Pullover noch ein bisschen zu retten, aber den durfte ich nachher nicht wiederholen. Man hat uns da nicht mehr reingelassen. Na gut, damit muss man rechnen. Hält aber warm am Start. Und hier sieht man schon, wie weit sich das Feld wirklich auseinanderzieht. Die große Masse, die vor einem war, ich denke mal, das waren so 300-400 Leute, die da trotzdem noch vor mir waren. Da muss man sich irgendwie durchdrängeln. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Leute sich dann trotzdem immer nach vorne stellen, obwohl sie doch langsam laufen wollen. Naja, das ist halt so, aber da muss man sich dann durchschlängeln, wenn man schnell laufen will. Da geht ein bisschen Zeit verloren.
Und die ersten sind dann natürlich schon ein paar hundert Meter vor einem. Da kann man leider nicht mehr dranbleiben. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr vielleicht ein bisschen weiter vorne starten kann und dass ich dann auch vorne mitlaufen kann. Ansonsten muss man natürlich hier auf die anderen ein bisschen Rücksicht nehmen und sich den Weg ein bisschen suchen. Ich habe auch versucht, immer so weit innen wie möglich hier zu laufen, um dann eventuell ein bisschen neben der Strecke zu laufen. Das habe ich gleich auch gemacht, als ich auf die andere Seite rüber bin. Ansonsten hat man einfach keine Chance, hier sich durchzuschlängeln quasi, weil die doch alle nebeneinander laufen, auch Freunde und so weiter. Und da muss man halt ein bisschen neben der Strecke laufen, damit man da auch vorbeikommt. Man sollte aber nicht zu hart abkürzen, weil das natürlich auch unfair ist den anderen Läufern gegenüber. Das war auch mein persönliches Problem, dass ich hier am Anfang doch ein bisschen mehr Gas geben musste, ein bisschen schneller sein musste, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte, damit ich natürlich an den ganzen Leuten vorbeikomme, um die Hindernisse jetzt nicht so voll zu haben, um an den ersten Hindernissen halt gut durchzukommen. Das ist die Hauptsache, dass ich da nicht zu viel Zeit vertrödel quasi. Hier spule ich mal ein bisschen vor, denn da ging es die ganze Zeit nur auf der Rennstrecke entlang. Alles schön nebeneinander, da hat man natürlich auch am Anfang besonders viel Platz, wenn so viele Leute nebeneinander laufen. Da gibt es auch keine Hindernisse, sondern da kann man sich seine Position langsam suchen, ein bisschen nach vorne laufen, irgendwo reinlaufen, wo es dann ein bisschen weniger voll ist und sein Tempo langsam finden. Wie gesagt, nicht zu schnell angehen, obwohl es jetzt natürlich jetzt bei diesem Lauf hier nicht anders ging, weil ich irgendwie nach vorne kommen musste, um an den ersten Hindernissen nicht schon warten zu müssen. Hier war wieder der Neandertaler, der immer vorne mit dabei läuft. Der ist natürlich auch immer sehr gut mit dabei. Hier laufen wir schon auf die ersten kleinen Hindernisse zu. Das zerrt schon ein bisschen an den Kräften, wenn man hier runter und wieder hoch im Slalom laufen muss. Aber ich habe eine gute Technik hier über die Strohballen gehabt. Einfach einen Fuß drauf und den anderen direkt wieder runter. Da bin ich schnell drüber gekommen. Da sollte man sich nicht zu lange aufhalten. Ist natürlich auch aus der Leichtathletik vom Hürdenlauf relativ einfach, da eine schöne Technik zu finden. So ging es dann hier erstmal weiter. Die ersten Hindernisse müssen natürlich ein bisschen breiter und nicht so hoch sein, weil sich hier am Anfang doch dann so einiges hätte gestaut. Und deshalb ist das okay, wenn man hier so ein bisschen die Leute schon so aussortiert. Und dann geht es hier schon auf die Rennstrecke wieder zu, auf die Zuschauerränge, an die Treppen. Bei den Treppen empfehle ich vorher immer so ein bisschen Geschwindigkeit mitzunehmen, damit man so in einem Schwung, in so einem Halbkreis hier hochkommt. Auf jeden Fall immer zwei Treppen auf einmal, dann klappt das eigentlich ganz gut. Die Treppen kann man eigentlich auch sehr schnell nehmen und ein bisschen die Oberschenkel schmerzen lassen, weil danach geht es erstmal eine kleine Strecke wieder bergab, wo der Körper sich wieder erholen kann. Also wenn ihr hier schon aus der Puste seid, ist das nicht ganz so schlimm. Da kann man locker dann bergab laufen, das Tempo, die Geschwindigkeit dann mitnehmen und halten. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Hier geht es dann wirklich steil bergab. Da sollte man auch aufpassen, dass man einen schönen Laufstil hat und nicht zu viel. Ja, ansonsten geht es halt zu viel auf die Knie. Und dann geht es schon auf den ersten Verpflegungsstand zu. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen in der ersten Runde, denn das war mir noch ein bisschen zu früh, mich hier dann aufzuhalten, sondern wollte einfach erstmal noch ein bisschen weiter nach vorne laufen. Mein Plan war es auch in der ersten Runde noch ein bisschen mit den Kräften zurückzubleiben, mich noch ein bisschen einzusortieren und dann in der zweiten Runde anzugreifen. Das hat sehr gut geklappt übrigens. Ich bin in der zweiten Runde ungefähr die gleiche Zeit gelaufen wie in der ersten Runde, obwohl ich natürlich in der zweiten Runde viel mehr aufgehalten wurde. Das heißt, ich konnte an Tempo noch zulegen in der zweiten Runde. Das ist natürlich auch meiner Ernährung gegolten, dass ich da wirklich noch Energie habe bis zum letzten Ende und auch natürlich die Hindernisse kannte, wie man da am besten dann drüber kommt. Und da konnte ich dann noch ein bisschen aufholen. Und hier geht es am ersten Verpflegungsstand vorbei, noch ein bisschen über Geröll und Schotter. Aber das ist alles noch nicht wirklich wild, das sind noch keine wirklichen Hindernisse. Ich hätte mir vielleicht noch irgendwie sowas gewünscht, dass der Zeitnehmer, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass man so Zwischenzeiten quasi aufstellt, wo man auch seine Platzierung sieht. Ich meine, das ist ja alles elektronisch, das müsste ja eigentlich machbar sein, dass man solche Sachen einstellen kann, dort aufstellen kann, solche Zeittafeln vielleicht.
Das war beim Strongman Run in Belgien, war es auch möglich, direkt nach dem Zieleinlauf die Platzierung auf dem Bildschirm zu sehen. Wäre schön, wenn man sowas einbauen könnte. Das wäre eigentlich ganz cool. Habe ich bis jetzt sonst noch nie gesehen. Aber das wäre eine große Hilfe, um das mal so ein bisschen einschätzen zu können, wo man denn gerade steht. Sehr schade fand ich übrigens auch, dass es keinen Livestream gab dieses Jahr. Also die Freunde konnten einen nicht live begleiten. Auch dieser Live-Tracker, den man früher bei Facebook einstellen konnte, hat irgendwie nicht geklappt. Nicht nur bei mir, auch bei meinen Freunden hat es irgendwie nicht geklappt. Wurde dann trotzdem nicht auf Facebook gepostet, obwohl man alle Freigaben hatte. Aber gut, ist natürlich schade, aber so ist es halt. Hier das erste Hindernis, das Kriechhindernis, da scheuert es einen schon die Beine auf. Und ich war eigentlich ganz froh, dass ich mir da dieses Jahr ein paar Handschuhe geholt hatte. Ich musste auch immer ein bisschen aufpassen mit der Kamera, dass die nirgendwo oben hängen bleibt. Aber hier gilt es einfach nur auf dem Boden vor sich schauen und die Zeit überstehen, einfach durch da eine gute Linie finden. Und ich sag euch, das zehrt schon ganz schön an den Kräften, wenn man da kriechen muss. Das sollte man im Training auch mit einbauen. Habe ich nicht gemacht dieses Jahr, werde ich aber nächstes Jahr auf jeden Fall mit einbauen, weil es doch schon ganz schön kräfteraubend ist. Positiv dieses Jahr waren übrigens auch wieder die Duschen. Ist natürlich schön, wenn man ein bisschen weiter vorne schon reinkommt in das Ziel, dass man dann noch schöne warme Duschen hat und so weiter. Die waren auf jeden Fall wieder sehr gut, auch diesmal so kleine Kabinchen. Ich weiß nicht, wie es später war, als es richtig voll geworden ist, aber mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich finde es gut, dass es hier warme Duschen gibt. Die braucht man wirklich. Und hier kommen wir schon aufs nächste Hindernis. Hier gab es die Elektrostränge auch bei manchen Durchquerungen hier unten. Ich bin hier hinten die Linie gelaufen ohne Elektrostrom, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was passiert, wenn die Kamera so einen Strang abkriegt. Ich habe keine Lust, mir da die Kamera zu zerschießen, nur weil ich da so ein bisschen Strom drauf kriege. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Vielleicht hatte einer Erfahrung damit, ob sie trotzdem weiterging bei ihm. Aber ausprobieren möchte ich es ehrlich gesagt nicht. Es ist nicht weniger anstrengend, hier trotzdem durchzukrabbeln. Und meine Leute, mit denen ich da war, die haben auch gesagt, dass sie eigentlich keinen Stromschlag abbekommen habe. Also man kann sich auch so immer durch den Strom durchschlängeln. Das ist kein Problem. Aber das zehrt natürlich auch an den Kräften, wenn man hier die ganze Zeit durchkrabbeln muss. Dann geht es auch noch ein bisschen berghoch. Und ich muss sagen, dass hier schon, ich musste ja auch einen größeren Bogen laufen, also von daher ist das wieder ausgeglichen. Hier geht's berghoch, da geht mir schon ein bisschen die Puste aus. Da muss man aber durchhalten, man darf nur nicht gehen und aus dem Tritt kommen. Dann klappt das eigentlich mit dem Durchlaufen ganz gut. Es war auch immer so, dass ich manchmal welche überholt habe bei Hindernissen oder bei Bergabstrecken. Dann kamen wieder die gleichen Leute von hinten, haben mich wieder überholt zwischendurch. Das war immer so ein kleines Hin und Her, aber das mache ich in der ersten Runde immer so, dass ich versuche, so ein gleichmäßiges Tempo für mich zu finden und dann eher in der zweiten Runde nochmal einen draufsetze und halt dann meine Kräfte richtig einsetze. Hier kommen wir schon auf das nächste Hindernis zu. Ich werde die jetzt nicht alle beim Namen nennen, denn die kenne ich auch nicht auswendig. Und ist ja auch egal, wie die heißen, aber das sind so kleine Boxsäcke. Das macht bestimmt mehr Spaß, wenn da ganz viele Leute auf einmal durchlaufen. Jetzt hier alleine dadurch passiert natürlich nicht viel, da kann man sich gut durchschlängeln und da kriegt man eigentlich nichts ab. Dann hier den Heuballen hoch, da muss man einen schnellen Tritt finden. Hier habe ich ganz gut geschafft, eigentlich schnell hochzukommen und runter einfach springen, gar nicht so lange nachdenken, einen Schritt, einen Fuß nach den anderen. Dann geht das eigentlich. Hier wieder die Fotografen, also auch sehr gut. Ja, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr zum Drumherum wieder labern. Es gab diesmal auch Parkgebühren, aber da kann der Veranstalter anscheinend nichts für. Da ist der Ring für verantwortlich, beziehungsweise die Ring, ja, das Ringmanagement sozusagen. Und ansonsten war aber alles okay. Wir sind um 9:30 Uhr waren wir, glaube ich, da, sind angereist. Da war es mit dem Stau noch nicht so schlimm. Da konnten wir noch einen relativ guten Parkplatz finden. Aber es hat sich schon gestaut. Also ich rate auf jeden Fall, 10 Uhr sollte die Zeit sein, wenn ihr maximal anreist. Was danach ist, das ist natürlich dann schon wieder eine andere Sache. Da muss man weiter laufen, wenn man noch seine Startunterlagen abholen muss. Aber habt ihr ja schon in dem Video gerade vorher gesehen, wie die Startnummernausgabe aussah.
Sehr gut fand ich übrigens auch die Tatsache, dass die Ergebnisse sehr schnell verfügbar waren nach dem Lauf. Sind natürlich erstmal die inoffiziellen Zeiten, aber das reicht natürlich auch, um sich ein bisschen einordnen zu können. Ansonsten auch nach dem Lauf Verpflegung war super mit Kuchen und Getränken natürlich wieder. Dann direkt die Umkleiden dort und die Kleiderbeutelausgabe, alles perfekt funktioniert. Bei mir jedenfalls, da waren aber auch noch nicht so viele Leute da, von daher ist das natürlich gar nicht mal so schlecht. Ich hatte mir da irgendwo noch was zu trinken hingestellt im Bereich der ersten Runde, im Zielbereich. Aber das war irgendwie nachher weg. Deshalb habe ich mir dann zwischendurch bei den Verpflegungsständen immer wieder so ein bisschen Wasser geholt. Das hat mir auch gereicht. Ich musste jetzt nicht großartig irgendwelche Bananen oder sonst was essen. Da kann man sich vorher vorbereiten mit ein bisschen Salz und so weiter, dass man keine Krämpfe bekommt. Ich hatte auch zum Glück dieses Jahr keine Krämpfe, auch nicht im kalten Wasser nachher, als ich geschwommen bin. Das war kein Problem, es war auch nicht so kalt wie die letzten Jahre, von daher war das eigentlich ganz cool. Ein bisschen nervig war auch der Schaum nachher, denn ich habe ja nicht so eine große Körpergröße, deshalb bin ich wirklich komplett durch den Schaum gerannt, hatte den komplett im Gesicht, habe nichts mehr gesehen, habe das Zeug eingeatmet. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache, kann man auf jeden Fall beibehalten. Vielleicht ein bisschen niedriger machen, aber ansonsten ist das ganz cool. In der zweiten Runde war nicht mehr so viel Schaum da. Da lag das Zeug nur noch per Schleim quasi auf dem Boden. Aber auf jeden Fall eine coole Sache in dem Tunnel, sollte man beibehalten. Ja, hier seht ihr auch mal, dass es wirklich verschiedene Untergründe gibt. Mal Schotter, mal hier Rasen, Asphalt ist dabei. Deshalb sollte man im Training sowas auf jeden Fall mit einbauen, dass man wirklich alles mal gelaufen ist, dass man alles mal unter den Füßen hatte. Auch hier so ein bisschen abschüssig ist die Sache, also ihr habt hier wirklich eine einseitige Belastung, wenn ihr hier herlauft, und das zieht schon, das geht schon auf die Muskulatur und auch auf die Knochen natürlich, wenn ihr so einseitig lauft. Das sollte man auf jeden Fall vorher probieren, wie man damit klarkommt. Als nächstes kommt das Hindernis hier, der Schleim, the Slime oder wie es auch immer hieß. An sich hört sich das ganz lustig an, fühlt sich auch ganz lustig an, ist sicher auch ganz lustig, was man darin machen kann. Irgendwelche Leute haben da Ringen drin gemacht oder sonst was. Aber ich muss sagen, dass ich das doch ein bisschen gefährlich fand, weil meine Schuhe da überhaupt gar keinen Halt mehr hatten später. Also meine Socken, meine Füße sind in den Schuhen hin und her gerutscht. Und wenn es da mal kleine Unebenheiten gab oder Steine oder sonst was, bin ich ziemlich schnell umgeknickt. Also das konnten mir auch die anderen Leute bestätigen, mit denen ich mich unterhalten habe. Sie hatten überhaupt gar keinen Halt mehr in die Schuhe. Da gehen auch die Schnürsenkel auf und so weiter. Hier kann man auch einfach Wasser reinmachen oder sonst was. Das ist natürlich auch gut. Aber der Schleim, den finde ich doch ein bisschen gefährlich, weil man in den Schuhen wirklich rumrutscht, als ob man keine Schnürsenkel mehr dran hätte oder sowas. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob sich da einer mal was getan hat oder sonst was, aber vom Gefühl her was ziemlich scheiße eigentlich, so zu laufen mit diesen Schuhen. Vor allen Dingen, weil dann auch lange kein Wasserhindernis kam, wo man den Schleim hätte wieder abwaschen können. Da sollte man vielleicht überlegen, ob man da nicht irgendwas anderes hinmacht. Irgendwie hangeln oder sowas kann man natürlich auch machen. Aber Schleim ist jetzt zwar lustig, aber jetzt zum Laufen aus sicherheitstechnischen Gründen und auch so vom Gefühl her jetzt zum Laufen ist das jetzt nicht so das Optimale, würde ich sagen. Sei es drum, weiter geht's. Hier geht's dann wieder ein bisschen über die Wiese. Man konnte den Schleim jetzt auch nicht wirklich austreten, aber dann kam auch schon der nächste Verpflegungsstand. Da habe ich mir dann auch wieder ein bisschen was genommen, denn hier sollte man dann auf jeden Fall schon mal, nach ungefähr 5 Kilometer sind wir jetzt, glaube ich, da sollte man auf jeden Fall schon mal das erste Mal trinken, um mal wieder ein bisschen Flüssigkeit nachzufüllen. Gerade bei solchen Temperaturen, die wirklich sehr angenehm waren. Verpflegungsstände waren auch wirklich top, sehr groß und ich hoffe mal ausreichend auch für die Leute, Läufer, die dann hinter mir kamen. Irgendwann am Ende war es dann so voll mit den ganzen Leuten, die ich dann natürlich auch überholt habe, dass ich an den letzten Verpflegungsstand überhaupt nicht gegangen bin, sondern einfach durchgelaufen bin. Aber es war auch kein Problem, ich hatte keine Krämpfe oder sowas, habe natürlich vorher auch genug getrunken. Das hier war übrigens die Stelle, wo es sich in der ersten Runde oder in der zweiten Runde von mir sehr gestaut hat. Da standen dann die ganzen Leute. Ich kann ehrlich gesagt
die Kommentare verstehen, wo Leute fragen, wie man denn hier so ein Nadelöhr reinhauen kann, wenn da auf einmal so viele Leute auf einmal durchkommen. Das ist jetzt auch für mich gerade nicht verständlich, weil hier passen vielleicht gerade mal zwei Leute nebeneinander. Und wenn man sich vorstellt, dass da jetzt ein paar Tausend durchkommen, das geht natürlich überhaupt nicht. Da sollte man schon eine Mindestbreite der Strecke irgendwie einhalten von 10 Metern oder was auch immer, müsste man mal ausrechnen, um da wirklich alle Leute durchschleusen zu können. Hier, die Strecke ist doch breit genug, warum hat man die Leute dann nicht einfach komplett drüber laufen lassen? Gibt natürlich immer so kleine Kritikpunkte. Insgesamt kann ich aber dem Lauf nur einen Daumen nach oben geben. War auf jeden Fall noch viel spaßiger und spannender als die letzten Jahre. Ist natürlich auch dem Wetter geschuldet, weil es letztes Jahr wirklich arschkalt war. Aber ansonsten gibt es immer kleine Kritikpunkte, die man vielleicht verbessern kann nächstes Jahr. Aber irgendwie lernen die nicht daraus, hier so kleine Nadelöhre zu entwirren. Irgendwie bauen sie dann immer wieder neue ein. Also da sollte man den Streckenplaner wirklich mal sagen, dass man hier überall eine Mindestbreite doch einhalten sollte, damit es zu keinem Stau kommt. Ein bisschen zu vorbeiquetschen kann man sich natürlich immer dann mal eben übers Band gehen und an der Seite vorbeilaufen. Abkürzen sollte man nicht, aber ansonsten eigentlich alles machbar. Für einige Leute natürlich ärgerlich, wenn sie dann dort nicht durchkommen. Aber das war für mich jetzt auch in der zweiten Runde eigentlich kein Problem. Und deshalb nochmal danke an die Leute, die einen da auch durchlassen und nicht meckern, sondern einen dann noch anfeuern und natürlich auch helfen. Hier ist es auch ein bisschen gefährlich, runter zu rutschen. Einige rutschen da auf dem Hintern runter. Ich bin da jetzt einfach runtergelaufen, kann man noch ein bisschen Geschwindigkeit da mitnehmen. Hier nochmal durch den kleinen Fluss und dann kommt eigentlich, finde ich, das Hindernis bzw. der Berg, der am schwierigsten ist. Das ist wirklich ein sehr langes, steiles Stück, auch nochmal gespickt mit ein paar kleinen Hindernissen. Und hier muss man einfach vom Kopf her so weit kommen, dass man sich sagt, auf jeden Fall nicht gehen, sondern auf jeden Fall weiterlaufen, um keine Zeit zu verlieren. Hier haben mich dann auch wieder ein paar Leute überholt, aber ich wollte halt langsam hier hoch und meine Kräfte ein bisschen sparen. Das hat sich am Ende natürlich ausgezahlt. Ich fand es auch irgendwie sehr schade, dass es hier wieder keine Bergwertung gab. Die haben sie auch rausgenommen. Also irgendwie haben sie so ein bisschen abgebaut im Vergleich zum letzten Jahr von den kleinen Events, die es jetzt halt noch drin gab. Aber gut, wer weiß, was es für Gründe hat, hat sich auf jeden Fall letztes Jahr auch gelohnt und Spaß gemacht, dann hier nochmal so einen Zwischensprit einzulegen. Schade, dass es das dieses Jahr natürlich nicht gab. Auch in der zweiten Runde bin ich eigentlich ganz gut hier locker hochgekommen, musste nicht gehen. Danach geht es wieder bergab, also kann man hier mal wirklich aus der Puste kommen, weil man sich hier wieder ein bisschen erholen kann. Bergrunter kann man dann auch mal einen Schritt schneller laufen, also nicht versuchen zu bremsen, sondern immer mit dem Berg laufen, zusammen mit dem Berg, mit dem abschüssigen Gefälle. Das sollte man nutzen, langen Schritt machen, die Arme gut mitnehmen und dann einfach die Geschwindigkeit mitnehmen, die man hat. Und dann kommen wir schon auf das nächste Hindernis zu, die Reifen, wo man sich drüber und drunter quetschen muss. Ich glaube, das gab es letztes Jahr nicht hier, jedenfalls nicht so in der Form. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Hindernis, das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Gab es jetzt auch öfters im Lauf. Da braucht man ein bisschen Technik, man kann hier drüber mit einem Rutsch quasi und sollte sich dann darunter so drehen. Da kommt man auf jeden Fall am besten drunter und das entspannt auch ein bisschen, wenn man sich da drunter so legt und dann einfach so dreht. Das geht eigentlich ganz gut. Und dann bin ich hier immer drauf gesprungen auf die Reifen, wenn es ging, damit ich nicht immer wieder runter und hoch musste. Das hat bei mir eigentlich auch ganz gut gepasst. Sollte man natürlich vorsichtig sein, vor allem wenn man jetzt noch rutschige Schuhe hat, nasse Schuhe oder sonst was. Aber ansonsten bin ich hier ganz gut durchgekommen. Da werde ich nächstes Jahr versuchen, nochmal ein bisschen technisch besser und sauberer zu arbeiten. Und dann klappt das natürlich noch ein bisschen besser. Hier nochmal eine kleine Leiter, das geht natürlich auch. Versuchen immer vom Kopf her schnell über die Hindernisse zu kommen und nicht gar nicht weiter an die Strecke zu denken, denn ausruhen kann man sich jetzt hier auf der Strecke wieder. Ab hier geht es dann erstmal wieder so ungefähr, 500 Meter, ein Kilometer, nur auf Asphalt. Da kann man die Beine ein bisschen entspannen, geht es noch ein bisschen hoch, danach geht es mal eine Strecke wieder länger runter. Also vom Kopf her muss man immer so denken,
wenn ich oben angekommen bin, dann geht es wieder runter, da kann ich die Beine wieder entspannen und nicht vorher schon aufgeben, sondern immer kleine Ziele stecken, immer oben auf dem Berg das nächste Ziel sehen, denn danach geht es immer runter, wo es hochgeht, geht es auch wieder runter. So muss man sich das immer wieder vorstellen und vor Augen führen. Dann kommt man auch mental mit solchen Zwischenbergen eigentlich sehr gut klar. Und hier sind wir wahrscheinlich auf dem größten, lustigsten Hindernis, die Riesenrutsche natürlich. Für jeden ein großer Spaß. Hier muss man aufpassen, dass man sich nicht dreht. Kommt dann ins Wasser. Das war jetzt gar nicht mal so kalt, war eigentlich ganz gut erfrischend. Hier hat man sich schon mal ein bisschen erfrischt vom langen Lauf jetzt quasi. Und dann heißt es einfach nur dadurch, raus und weiter. Das ist eigentlich kein großes Problem, das ist eher ein großer Spaß. Von daher ist das Hindernis auch immer wieder gerne gesehen. Und dann gibt es hier noch ein paar kleine, die jetzt danach auf den Weg kommen. Aber das ist jetzt auch nichts Großes, Wildes. Ich weiß nicht, wie es nachher aussah, wo die Leute hier wieder in großen Scharen ankamen, ob es sich hier gestaut hat. Das hätte man, solche Hindernisse könnte man einfach ein bisschen breiter bauen. Das ist nichts Großes, Wildes hier, aber das ist halt ein bisschen enger, wo es sich stauen kann, wo die Leute stehen. Um da hoch zu können, da hätte man noch zwei Container vielleicht nebeneinander packen können. Na, ich weiß nicht. Da muss man vielleicht mal gucken, wie es da war. Ich weiß es jetzt auch nicht in der zweiten Runde. Solche Stellen, darauf muss man halt ein bisschen achten. Auch hier das nächste Hindernis, das war in der zweiten Runde auf jeden Fall wieder ein Nadelöhr, wo es hier zugeht auf den Berg. Da standen auf jeden Fall auch wieder sehr viele Leute vor, die gewartet haben. Da waren bestimmt auch einige Minuten Wartezeit. Da habe ich mich dann hier an der Seite an dem Band ein bisschen vorbeigedrängelt und dann innen hier vorbei. Das ist auch nicht sehr breit hier leider und da bin ich dann auch ein bisschen außen hier am Berg hochgegangen. Das ist dann eigentlich auch kein Problem, aber da könnte man überlegen, ob man das vielleicht auch irgendwie ein bisschen entzerren könnte. Den Berg hoch, den laufe ich natürlich nicht hoch, den gehe ich hoch, stütze mich ein bisschen auf den Oberschenkeln ab. Versuche hier nicht zu viel Energie zu verlieren. Hier braucht man auch nicht so viel Energie reinstecken, weil die 5 Sekunden, die man vielleicht dann spart, die holt man nachher bergab auf jeden Fall wieder raus, wenn die Beine dann nicht ganz so angespannt sind sozusagen. Versucht hier auch immer die Knie quasi durchzustrecken, nicht immer die ganze Zeit mit angespannten Oberschenkeln zu laufen. Und wenn ihr oben angekommen seid, dann lauft auf jeden Fall direkt weiter. Ich habe hier nochmal ein bisschen Video gemacht. Direkt weiterlaufen, gar nicht lange nachdenken, auch wenn die Oberschenkel wehtun. Die entspannen sich schon in den nächsten 30 Sekunden, sag ich mal. Ja, dann hat die Kamera leider nur noch 3 Minuten ab hier ungefähr durchgehalten. Deshalb labere ich euch jetzt nochmal ein bisschen voll, wie mir der Lauf gefallen hat, was ich mir noch weiterhin vorstelle. Wer keine Lust mehr darauf hat, der kann jetzt gerne abstellen. Auf jeden Fall fand ich den Lauf wirklich sehr gut. Dieses Jahr hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch durch Platz 20, aber sonst auch die Strecke war sehr gut zu bewältigen und das Wetter hat mitgespielt auf jeden Fall. Kleine Kritikpunkte habe ich ja schon vorhin genannt natürlich, die kann man versuchen natürlich noch auszubessern. Das Schwimmbecken, diesmal gab es auch keine Pussy Lane, da musste man wirklich schwimmen und ich fand aber es ging. Von den Temperaturen war es jetzt nicht so schlimm wie die letzten Jahre. Ansonsten nachher noch den Berg hoch durch die Reifen, das war eigentlich auch kein Problem. Ich glaube, diesmal hatten sie noch ein paar mehr Reifen mit reingepackt. Dann kam das Netz, die Rutsche und dann nochmal so ein kleines Nadelöhr kurz vorm Ziel. Da haben sich auch viele beschwert, dass es dort halt zu viel Stau kam, direkt am Ende. Da hätte man auch nochmal die Hindernisse ein bisschen breiter packen können vielleicht. Da sollte man mal schauen, dass man irgendwie so eine Mindestbreite auf jeden Fall reinkriegt bei den ganzen Hindernissen. Für mich war der Lauf jetzt wirklich eine Riesenmotivation, auch meine Leistungssprünge über den letzten Wettkämpfen, den 10 Kilometer Läufen, Halbmarathon und so weiter. Die motivieren mich gerade so sehr, dass ich halt jetzt nochmal eine Schippe draufpacken möchte, meine Ernährung noch strikter durchhalte die nächsten Wochen, Monate, dass ich noch ein bisschen besser trainiere, noch intensiver trainiere und angepasster trainiere, dass ich auf jeden Fall versuchen möchte beim Strongman Run in Holland unter die ersten 20 zu laufen, vielleicht auch Top 10. Und dann nächstes Jahr am Nürburgring wirklich versuchen werde, alles rauszuholen und so weit vorne landen möchte, wie es irgendwie geht. Ich weiß nicht, natürlich ist ein Treppchenplatz jetzt bei den Spezialisten nicht unbedingt möglich, aber Top 10 ist natürlich in Reichweite gewesen. Von daher kann ich mich da noch ein bisschen anpassen und steigern natürlich.
und wir schauen dann natürlich einfach mal, was sich in den nächsten Jahren ergibt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt eine halbe Stunde hier gelabert habe und nicht so viel vorgespult habe. Das ist aber ein besonderes Event, was auch ein besonders langes Video, denke ich mal, haben darf. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns bei den nächsten Läufen einfach mal sehen. Ich denke mal, ich werde noch Strong Vikings in Osnabrück mitmachen, vielleicht den Spartan Race in Köln, vielleicht auch den Getting Tough wieder im Dezember. Das ist natürlich eine richtig harte Nummer, das ist eine andere Nummer als das hier, auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen. Strongman Run auf jeden Fall, vielleicht auch Ferriopolis und auf jeden Fall Holland, denke ich mal. Und nächstes Jahr definitiv auch hier Nürburgring wieder, wo ich dann wirklich versuchen werde, alles rauszuholen. Ansonsten wird es auf meinem Kanal natürlich noch weitere Trainingstipps, Ernährungstipps geben. Ich werde natürlich nicht immer alles verraten. Meine größten Geheimnisse, die behalte ich natürlich erstmal so ein bisschen für mich, weil ich die noch ausprobiere. Aber so grundlegende Sachen, die ich auch in Personal Trainings oder sowas dann weitergebe und den Leuten zum Erfolg verhelfe, die vermittle ich euch natürlich gerne. Und jetzt hört das Video auch auf, deshalb höre ich auch langsam auf zu reden. Ihr könnt meinen Kanal sehr gerne abonnieren, da gibt es regelmäßig Videos und ich hoffe, dass wir uns bei den nächsten Läufen natürlich irgendwie wiedersehen und ich freue mich natürlich auch dann euch zu sehen und mich ein bisschen auszutauschen. Könnt mir natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr den Lauf fandet, ein bisschen sammeln. Ich fand ihn auf jeden Fall top und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal und bis dann, euer Daniel.